macht hier nicht wirklich viel aus. Ich glaube, der Willigan ist viel interessanter. Ja. Ist er wirklich. So, schießen weiter. Aber selbstverständlich. Okay, dann schießen. So 100 los, ich werde nicht dazwischen sein. Ich könnte hier wirklich 5 Platz wechseln. Also die 11 steht noch und die 10. Genau. Also, da nehme ich nur 4. Anne? Ja. Kriegst du auch? Ah, ja. Das heißt, ich habe maximal 80 Schuss. Und die würde ich, also 2 gehen auf den. Also 2-2 Aufteilung. 2 auf die 10, 2 auf die 11. Okay, das ist jetzt die 10. 10, okay. Well. Oh, danke. 19. Soll ich beide würfeln und dann auf? Nee, mach mal jetzt den auf die 30. Treffen. 3. 3 trifft nicht. 2. Das ist ja und das trifft 7 nicht. Trifft nicht. Dann haben wir 5. Die und trifft 12. Mit Crit. Die 11. Also 12. Ach nee, 5, 10 Schaden machst du immer. Auf die 11. Ja. Gut. Einmal 14 und 1. Die trifft nicht. Okay, die beiden treffen nicht. Ja. Okay, ja, die 11 sieht schon deutlich sehr, sehr mitgenommen aus. Also die. Boah. Nee. Was machst du? Granate werfen? Welche Granate? Dann packt ihr auch mal eine Pistole wechseln. Mhm. Wenn die Sache ist, Anne ballert da gerade ja wirklich rein. Das heißt, ich kann da mit meinem Schwert nicht mehr hinrennen. Wenn du da hingehst, ballert er nicht mehr so drauf. Ich meine, ich würde mir vertrauen. Ich bin der Weltbeste. Ich würde eher auf seine Reflexe vertrauen. Nein. Ich wechsle auf meine Pistole. Okay, dann wechsel auf deine Pistole. Gut. Achtet eigentlich jemand auf die Zeit, weil wir wieder Kommando holen? Hm, ich achte mal drauf. Es sind noch 8 Minuten. Ja, ich gucke auch mal drauf. Okay, dann ist die. Tier. Ja, die 12. Die 11, die ist gerade nicht in der Lage zu schießen. Ist die 12 dran. Nee, die 10. 12, ich meine die 11. 10. 10, ja, genau, schon 10 meine ich. Die hat noch. Ich weiß schon, 6, was ich die Kommandozentrale gleich fragen werde. Ah, okay, ich mache einen 6er. Rate mal was. Wie man die Druidika am besten die Schilde deaktiviert. Nein, wie kann man andere ersetzen? Oder nach Heilung und Rüstung fragen. Wir brauchen Ersatzmann. Warte, was war nochmal in die Munitionskiste drin? Magazine nur. Ach nee, Moment, 8 oder? Ein Magazin von deinem, du hast 2 Plätze weggenommen. Von einem Minigun. Ja, da hast du echt Schweineglück gehabt. Der hat alle Schüsse versammelt. Der hat voll auf dich draufgehalten und alle Schüsse versammelt. Ja! Wer ist denn so 10, 14. Wer trifft denn so kein bisschen? Die 10. Die 10. Die 10 hat halt ein paar Magazine gefressen von der Minigun. Die 11 hat mehr gefressen als alles andere. Ja. Die hat einen Sniper-Schuss, Minigun-Schüsse und Pistolenschüsse gefressen. Okay. Dann gut. Schieße ich die letzten Schüsse auf die 11 nochmal. Also ich schieße auf die 11 wieder. Mhm. Nochmal zweimal. Warte. Muss jetzt. Ja, ich treffe. Also ich treffe ja so oder so, stimmt ja. Ja, genau. Wie viel? 2 Schuss, also. Aber selbst wenn der Schuss schießt, du ja trotzdem. 6 Schaden auf die. 11. Auf die 11. Ja, und die. Im Funkenregen geht sie auf. Oder ein, ja. Ja. Da bleibt nur noch die 10, die bis jetzt noch nichts getroffen hat. Genau. Dann kann ich leben, dann, oder? So, Minigun Master. Es steht nur noch einer. Aber er ist auf dem. Nee, du hast auch nur mit der Pistole drauf geballert. Nein, er hat noch gar nicht geschossen. Er hat noch gar nicht geschossen. Er hat jetzt gewechselt auf die Pistole. Aber ich habe gesehen, dass du gewechselt hast. Mhm. Aber es ist mir egal. Ich hole sie mir trotzdem. Du kannst nicht auf die Pistole wechseln, vergiss es nicht. Brauche ich nicht. Minigun-Action. Dadurch, dass es nur noch ein Ziel ist und der auch ganz schön angeschlagen ist, willst du um 2 erleichtern. Also beziehungsweise hast du jetzt 2 Präzisionen mehr. Also 2 Präzisionen mehr. Das heißt, ich muss einfach eine 7 oder würfeln. Ja. Wie viel hast du dann? Du hast insgesamt Präzision 7 plus 10. 10, wie viel hat deine Waffe? 8, glaube ich, war das mal. 8. 8 minus 7 sind 1. Nee, 10 Präzision hat er.
8 minus 10. Also er hat 10 Präzision, ja. Das sind minus. Minus 2, also muss er nur eine 6 loswerden, oder? 6 oder höher. 6 oder höher. 6 oder höher. Dann triffst du ihn. Aber erstmal mit 2. Ja. So, 40 Schuss. Genau. Der auf erste, die 10. Auf die 10. Genau. Die erste Seite 6. 6 Schuss, ja. Mit 9. Ja. Naja. So, die hätte sogar normal getroffen. Dann 19. Ja. Und gar nicht. Also 6 trifft. Das trifft auch noch gerade so. Er kriegt 25 Schuss ab. Mal 2 macht 50 Schaden. 50 Schaden und das Ding, das. Ist kaputt. Schweizer Käse. Nein, warte so. Schweizer Käse und du kannst ihm mal ein Ego geben. Und kannst den Ego mit dazu nehmen. Wie lange? Na, bis ich sage jetzt halt. Dass du irgendwas Dummes machst. Jetzt reicht. So. Okay. Ich gehe meine Sniper auf. Du gehst deine Sniper aufheben, okay. Und wechsel gleichzeitig das mal. Du wechselst. Ich sammle meine Pistole ein. Du sammelst deine Pistole ein. Ich warte auf die. Du wartest auf die, okay. Und dann lade ich alles nach. Okay, dann lädst du alles nach. Na, das sieht doch ganz gut aus. Und wir haben es 13 Uhr, also geht. Vielleicht schauen wir noch keine 2 Missionen. Na, jetzt habe ich nur noch 4. Ich muss hier oben. Ich bin mir sicher, ob wir die erste schauen. Wann dürfen wir die Kommandozentrale anrufen? In 3 Minuten und 40 Sekunden. Okay. Ich würde sagen, wir warten. Und Andi sollte sich mal heilen. Ja, ich nehme meine Spritze. Kolja in die Zone. Kolja? Ja, die Spritze wird okay. 20 Leben. Gut, kriegst du 20 Leben. Wie viel hast denn du eigentlich noch an Leben? Jetzt wieder 39. Oh! Ja, oh, wenn du unter. Achso, okay. Wie viel hattest du vorher? 19. 19. Okay, dann hättest du was sagen müssen. Okay, habe ich nicht vorher gesagt, nehme ich auch meine Kappe. Weil du dann natürlich auch schlechter bist. Hallo. Wenn du verletzt bist. So, ja, wenn du verletzt bist. Und es, da habe ich auch was eingebaut beim Panzerbrecher, was lustig ist, wenn der angeschlagen ist. Ah, okay. So eine Art Rage-Mode. So eine Art Rage-Mode. Was sagt er, ey? Ich habe es eh schon gemacht. Ich würde den Kommanden dann empfehlen, auf die, dass wir die Kommandozentrale erreichen, wenn sie wieder erreichbar ist. Ja, ja. 2 Minuten. Dass wir darauf warten. Hm. Ich würde jetzt sagen, diesen Schlammpass geben. Wir sollten nämlich erstmal was fragen, was bestimmt ist. Ich würde empfehlen, dass wir fragen nach Rüstungsreparatur und Heilung für unser Panzerbrecher, der fast. Ich bin dafür, dass wir trotzdem schon mal ein Stück. Ja, ihr könnt nicht irgendwie irgendwas anfordern, sondern. Nee, aber Sie können Sie uns nicht empfehlen, wie wo was wäre? Wie wo was wäre? Ob wir irgendwie an Merkis oder so rankommen? Ja. Verbündete. So was könnt man nach Verbündeten fragen. Also ihr könnt danach fragen, aber wir hätten keine Antwort drauf. Okay. Dann ist die Kommandozentrale nutzlos, gerade. Ihr könnt ihnen die haben eine Karte, wie das da aussieht, aber die Truhen sind da nicht eingezeichnet. Ihr könnt fragen, wo sind zum Beispiel Schwachstellen von etwaigen Druiden. Was ist das für ein Druide? Na, dann würde ich das sagen, was André gesagt hat, dass wir die Strecke links, also die drin. Weil wir die Kommandozentrale fragen, wie es dir geht. Nein, ich würde wissen, wie es dir geht. Guter Erster, wie geht's dir eigentlich? Würde die Druidika am besten ausschalten. Ja, die sind doch wahrscheinlich. Wir laufen ja gerade. Wir haben ganz rumherum Schild, wa? Ja. Dann müsstest du sein. Das ganze rumherum Schild. MK1 ganz rumherum Schild. Ja, also die haben ein komplettes Schild. Ja. Okay, also ihr lauft diesen Pfad hoch. Ja. Okay. Gut, ist halt relativ eng, ihr müsst hintereinander laufen. Ich würde ausnahmsweise mal ein bisschen nach hinten gehen. Okay. Der Kommandant geht vor. Okay, der Kommandant geht vor. Der also du hast noch deine Pistole vorne als Waffe jetzt gerade draußen. Mhm. Also nicht dein Schwert. Hast du die Waffe gewechselt? Ich wechsle auf mein Schwert. Okay, du wechselst auf dein Schwert. Ich habe auch noch die Pistole. Wie weit wollt ihr nach vorne laufen? Noch außer Sicht der Druiden, aber weit genug, dass wir sie sehen können. Würde es funktionieren?
Naja, ihr seht ja da vorne, das ist ja nur so ein... Ja. Also, ab der Hälfte seht ihr direkt geradezu vor euch einen Kanturin. Der guckt auch euch auch an, aber ist scheinbar zu dunkel damit. Ja. Ich würde dir wegschlagen. Ja, über eure Köpfe drüber. Ja, klar, ich schieße euch durch. Er legt die Sniper auf seine Schulter. Das ist Präzision plus 7. Oh, ihr dürft das Kommandozentrum wieder. Weil das ist nochmal so die Macht des Kommandos mit. Ich benutze die Kommandanten als Unterlage. Als menschlichen Schutzschild, als Rambock. Nee, als Unterlage für meinen Schatz. Ich könnte mir vorstellen, dass im Rage-Modus eine gewisse Person war, mit einer gewissen Person, scheißegal, die nicht der Kommandant ist. So, schön für Kampfdruid. Ja, genau. Kann ich ihn als Unterlage benutzen, sozusagen? Ja, du kannst als Sniper auf seine Schulter legen und dann schießt. Ich sehe aber nur die 13, wenn ich mich nicht. Du siehst nur die 13. Genau. Aber wir wissen, dass da noch andere sind, oder? Ja, ja, ihr wisst, dass da noch andere sind, aber sehen wir nur die 13 gerade. In welcher Richtung guckt die 13? Genau euch an, aber die sieht euch nicht. Ach ja, schon. Hat er ja schon gesagt. Das heißt, ich hätte es so lustig vor, sie guckt so. Der kommt nur. Die Sache ist, das ist ein sehr enger Gang. Genau, wenn wir die 13 jetzt abballern. Ihr kennt doch 300, oder? Was, 300? Genau. Wenn wir jetzt die 13 abballern. Da gibt es Kübschke und der Freund, der muss alles tanken. Das ist doch in Ordnung. Ja, der nicht tankt. Ah, der kann nicht mehr tanken. Kann ich mir seine Rüstung nehmen? Ich stelle dir mal vor, so, boom, gepärt. Genau, das ist viel aussehen. Erstmal komplette Rüstung ausziehen. Steht da dann Unterhose im kalten, dunklen Wald. Das ist mir doch egal. Also das ist nicht möglich. Nein, du kannst in deine Runde. Also. Was? Wie zerschreddert sind die Kampfdruiden? Die Superkampfdruiden. Also hätte man quasi daraus provisorische Panzerung basteln können. Ja, ihr könnt die nehmen und quasi vor euch tragen, aber die sind halt. Ja, der eine ist halt ziemlich durchlöchert, die ein paar. Sind alle eigentlich ziemlich durchlöchert. Ja, bei dir ist nur so vorne so ein riesen Ratsch drin und so ein paar Einschusslöcher. Also die anderen haben einmal die Abschlagen. Also ein wirksamer Schutz. Wie stark ich gerade bin. Ja, 7 Ausdauer. Also theoretisch müssten wir Position tauschen. Aber dafür habe ich nicht genug Panzerung. Lass wir Position tauschen. Giftig schießt auf die, wir machen uns mehr merkbar, dass die alle von vorne kommen und ich halte voll mit der Minigun rein. Also daneben schießen wird schwierig. Wir haben ja aber nicht wenig Panzerrad, ist das nicht Rate. Also ich könnte ihm. Aber du könntest mit deinem Schwert nicht schlafen. Ihm lacht's einfach nur. Du hast schon wieder einen Funkspruch. Dings geben dazu. Wir könnten nach Schwachstellen fragen. Gemschi. Was für Schwachstellen? Also ich könnte theoretisch André noch eine Bagdad-Injektion geben. Ja, Rüstung wäre besser. Die hast du ja eingesammelt. Was waren Adrenalin plus 2 Ausdauer und? Mut, glaube ich. Mut, ja. Das ist richtig. Kann ich nicht einfach seine Rüstung nehmen? Wieso meine denn hier vom Schaf? Weil ich bin doch nur mir kurz ausleihen, bis die da alle weggeballert haben. Danach kannst du sie wieder meinen, wenn du vom Scharfschutz. Wer ist jetzt eigentlich wo, an welcher Stelle? Du bist ja, weil ich genau zweiter und erster. Okay, zwei Gift, weil andere meine Rüstung wegnehmen, wenn der Gift die vor ihm steht. Stimmt, so wünsche ich mir deine nehmen. Ich glaube auch nicht, dass das passt, oder? Nee. Das siehst du? Hey, Klonkrieger sehen alle gleich aus. Du bist ein Panzerwächter, du bist größer. Sie sehen alle gleich aus. Du hast eine große Panzerung. Du bist stärker, hast 7 Ausdauer, er hat irgendwie 4 Ausdauer oder so. 3. 3. Also ich könnte theoretisch aber trotzdem seine anziehen. Oder meine. Auch nicht. Nein. Er hat eine 4. Du hast mehr Ausdauer, du bist kräftiger. Immer auf die kleinen Dicken, die sich nicht wehren können. Du bist groß, du bist 2 Meter. Ich kann mir jetzt mal hier Türen machen. Was? Kommandozentrale, halt die Fresse! Los, jetzt ruft die Kommandozentrale und fragt nach Schwachstellen nach den idiotischen. Ja, Schwachstellen Druidiker würde ich gerne wissen. Und die von Druiden vor uns. 10 Sekunden haben. Mann, das sind billig Druiden. Ja, und? Ja. Warum haben wir schon 4 unten getötet? Ja, die Sache ist aber, wir sind in einem Engpass. Wie wollen wir. Also, ich habe ein Schwert. Kann ich versuchen, raufzuschlitzen? Jedes Mal, wenn einer rankommt. Genau so. Warte, André müsste theoretisch Zweiter sein. Würde er denn einfach allein ein Schutzchen nehmen? Ich meine, die Druiden dann kommt nicht. Nein, theoretisch, wir können auch wieder ein Stück zurücklaufen und Gifty kann ja trotzdem den ganzen Pass lang schießen. Wenn ja, dann könnte auch die 13 schießen, aber er müsste dann auch treffen. Ja.
damit der uns dann nicht gefährlich wird. Weil ansonsten ballert der auf uns. Ja, wieso? Die anderen mussten ja nach unten rein erst. Ich muss mal aufstehen. Hast du nicht so einen Stab oder so? Einen Stab oder so? Ich hab einen Zollstock. Irgendwie ist auch okay. Wenn du mir vertraust, dass ich mit dem Zollstock in Richtung deines Fernsehers gehe? Nein. Also die Frage ist bloß, wo ist der? Okay. Nicht wichtig jetzt. Ich hätte einen Penis. Penis an. Nee. Hast du einen Zollstock bei dir? Zollstock. Zollstock! Ich weiß gar nicht, was dein Zollstock ist. Ach hier, ich hab ihn. Sehr gut. Ich muss gleich pissen. Ey, du bist gleich so dran und du darfst nicht. Ich muss seit 30 Minuten pissen. Ja, nimm dir eine Flasche. Da ist Bier drin. Dann bist du ein sehr schlechter Trinker. Ja. Ich trinke noch eine andere. Also, wir können hier, unten stehen. Wir schicken Gift in ein Stück vor, sodass Gift hier lang schießen kann. Und wir stehen aber hier, wo wir gerade noch den super Tanzflug-Platt gemacht haben. Und dann so Gift den ganzen Weg lang ballern und hoffen, dass wir halt näher kommen. Ja, er kann ja erstmal gucken. Nein, er kann ja erstmal lang ballern. Dann können wir gucken, wie sie reagieren. Und wenn sie dann alle kommen, dann stehen wir hier, wo wir alle drei nebeneinander stehen können. Wo wir und zum Platz sind. Und sie müssen alle einzeln hintereinander durchkommen. Wie viele taktische Musik hast du? Ich habe nur 4. Ja, ihr habt auch nur 4. Du hast. Ich habe auch 2. Das heißt, ich darf den Plan gar nicht machen. Doch, das kannst du. Ich habe nur überlegt, ob ihr auf Bessere kommt. Obwohl, ich finde den Plan eigentlich schon ziemlich geil. Ihr beide könnt mal auf taktisches Geschick würfeln. Ja, ihr beide könnt mal auf taktisches Geschick würfeln. Derjenige, der den Plan gemacht hat, darf nicht. Er hat nur gesagt, die Idee. 2. Hier kommt die Idee, ihr könnt auch einfach hier eine Granate hinwerfen oder da eine Granate hinwerfen, beziehungsweise sind Kampfdruiden. Die könnt ihr einfach umchecken, dann sind die kaputt. Oder er schießt die ganze Zeit nur mit der Minigun, während ihr mit Granaten quasi anlockt. Komm an, wie hältst du diesen? Was hältst du von diesem? Warte, ganz kurz, ich muss nochmal die Karte sehen. Oder, was euch auch auffällt, hinrennen, drücken anlocken, reinrennen. Und dann kommt er mit der Minigun. Genau. Aber wir kommen ja da nicht durch mehr. Na klar, ihr könntet euch so hinschmeißen, er macht die Beine breit. Und alle schießt aus Versehen zu viel Puff. Theoretisch, wie groß ist dieser Radius? Hier, das? Die Druidikas und hier oben so ein bisschen. Was ist das Reich? Hier, das? Ja. Ja, hier, das sind 200 Meter, also würde ich sagen 160. Okay. Da kann ich nichts kaputt machen. Da könnt ihr seine Granate reinwerfen, wo die Druidikas sind. Die Sache ist, am daneben ist halt direkt weit. Er muss halt so werfen, dass er den Wald nicht trifft. Es ist nicht, es war damit gemeint, dass ihr die Tempelanlage nicht in die Luft sprengen sollt. Achso, okay. Und auch Bombenanschlag, von oben kommen Bomben. Eine Granate ist keine Bombe. Alles klar, also können die Druidikas abwerfen. Jawohl! Sind Druidikas gegen Bomben überhaupt? Das sollten wir dann erfragen. Genau. Dafür haben wir die Kommando gespannt. Dann müssen wir eine halbe Stunde warten. Also wenn es dafür eine halbe Stunde braucht. Nee, er darf nur eine halbe Stunde antworten. Nee, so, Thermalladen, gucken wir mal. 50 gegen Druiden, nichts gegen Schild. Infrarot und Werbung, bla bla bla. Hier, das ist die. Das ist sehr gut eigentlich gegen die, weil die können dann erstmal auch nichts machen. Weil sie haben Infrarotsicht in dem Sinne. Ich würde es empfehlen. 250, aber 50 Meter rein. Müsste halt so lange so weit werfen können. Nochmal, das ist ja das Problem. Schaffe ich. Nochmal die Karte. Achso, ja. Also André hat. Wo ist meine Maus? Ausdauer. Hallo, Maus. Hast du was zum Ausdauer? Für solche Sachen machen, dass du das siehst. Präzision und Beweglichkeit und Mut. Ich sehe das, was ihr auch seht. So. Was hat André also, so ein bisschen anders? Ich habe noch ein paar mehr Fenster offen. War es nicht Ausdauer? Wie Ausdauer. Groß ist das? Adrenalin hat Ausdauer erhöht, oder? Hier so. Ja. Boah, keine Ahnung. Also ich könnte 20, 30 Meter. Also sind ich könnte sie quasi in die Mitte werfen und könnte sie alle wegballern. Ja, wenn du so an die 14 rankommst, dann würde die 13 vielleicht auch noch Schaden bekommen. Ja, ich würde die halt so platzieren, weil ich ja meistens 50 Meter rank, aber nah genug beieinander, wenn da die Granate landen würde. Ja.
Aber die haben keine Wirkung auf Schilde. Was? Ja, die haben. Ihr könnt mal nochmal auf taktisches Geschick würfeln. Ich glaube diesmal? Nee, du. 6. 6, also nicht geschafft. 1. Okay, dir kommt in Sinn, dass ihr euch die Thermalmittel noch enttäuscht. Ja, für diese Situation aufhebt oder für diese da oben. Okay. Also würde ich. Gut, Minigun-Plan ist mir jetzt egal. Minigun-Plan. André hat keine Geduld mehr. Wir machen den Plan. Er bleibt ja nur übrig. Also, entweder locken sie wirklich jetzt. Stimmt, du kannst mal wirklich auf Geduld würfeln. Dann warte.